So. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mytest. Creators of a Let's Play. So, da kommen jetzt einfach die Dinger ran. Und schon haben wir ordentliche. Ja, ich brauche eine andere Farbe. Das funktioniert so gar nicht. Das sieht ja richtig hässlich aus. Okay, dann lass uns die gleich mal einfärben. Brauche ich natürlich wieder alle zurück. Warum dauert es so lange, Alter? Dann mache ich jetzt mal die Dinger hin. Ich glaube, ich mache die doch einfach braun. Vielleicht kriege ich ja so ein Graubraun hin, aber. Oh, come on. War doch fast perfekt hier. Weil, wie gesagt, so einfach normal braun, also so wie die Mäste selber sind, glaube ich nicht, dass es gut aussieht. Ein bisschen abhängen sollte ich es ja schon. Mal schauen, was wir da farbmäßig so zusammengewürfelt bekommen. Weiß ich gar nicht, wie war denn das? Wir brauchen erstmal. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz ziehen. Muss mal ganz kurz mal gucken, was ich mache. Wo war denn das? Unified Dice. Mein Test. So. Da haben wir es. Okay. Dann schalte ich mal kurz um. So. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen erstmal ein schönes Braun. Und Braun ist tatsächlich. Gar nicht so sehr da. Wir bräuchten was, was zwischen den beiden ist. Aber wir nehmen einfach dieses Dark Red. So, und Dark Red kann man machen. Hier unten ist es auch ganz geil. Ich glaube, das ist hier unten. Das ist so ein bisschen entsättigt. Gott, wie kann man das jetzt machen? Wartet mal kurz. Das ist ja schon so ein bisschen eher Richtung das hier. Ich würde sogar fast sagen, schon fast Richtung das kann es, oder? Ja, geht schon fast Richtung Orange. Das heißt, wir nehmen diesen Orangeton und gehen vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Hier Dark minus 50. Okay, das heißt Orange Dark minus 50. Jetzt müssen wir mal kurz gucken.
war denn die Tabelle, wo man sehen konnte, wie die Dinger gedingst werden? Ah, hier. So. Wir brauchen Orange. Das ist ganz normal Rot und Gelb. Und dann brauchen wir Black. Wir brauchen Orange, Dark, minus 50. Ist das Dark und minus 50 jetzt zwei separate Sachen? Also müssen wir erst Dark machen und das dann verringern? Faint Light. Weil eben, die gibt nämlich nur Dark. Nichts mit Dark minus 50. Wie kriegt man denn diese minus 50 Dinger hin? Images, minus 50 marks on the left next to the shown shades, minus 50% saturation of all hues in that shade line. Not that shade above, don't have one needs variation since they are already low saturation by having been generated by brightening the full colors. For the grays, white on the base. Ja, aber ich hätte nicht, wie man die Dinger macht. So, the long version. Erstmal die Farben. Daraus mischen wir Orange. Dann kommt das mit den Farben. Ah, hier unten. Ah. Low Saturation Dark, okay. Also die Basisfarbe, also in unserem Fall Orange. Na gut, Dark Gray. Okay, also Orange, zweimal Schwarz und Weiß. Okay. Das klingt ja noch im Plan. So, das heißt, ich brauche erstmal Orange. Das heißt, du kommst wieder zurück. Etwas da unten. Warst du da unten? Glaube ja. Wir brauchen. Gelb. Und rot. Daraus brauchen wir. Oh, und der Inventar. Gott, ich muss mein Inventar aufräumen. Ah! Ist auch scheiße. Warum ist sowohl hier als auch da scheiße? Alles doch scheiße. Wir haben viel zu viel Holz. Das ist doch auch scheiße. So viel Scheiße. Ja, wir haben definitiv viel zu viele Stöcker. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Ach ja, aber auch noch. Warum ist hier Rohlatex drin? Wer macht denn sowas? Rohlatex hatten wir, glaube ich, hier unten drin. Soweit ich weiß. Nee, nee. Schon wieder alles durcheinander hier. Kacke. So. Folgendes. Ach, guck mal, wir haben direkt Orange. Let's go. Ach, wir haben noch mehr Holz. Ach du Kacke. So. Brauchen wir. Wir bekommen aus einmal Orange. Bekommen wir viermal die entsprechende Farbe. Das heißt, wir haben 10 Stück. Wir brauchen also nur 12 Mal. Das ist also schon einmal zu viel, egal. So, jetzt das. Und das. Hi. So. Nee, müssen wir so und so machen. Ja. Dark Orange Dye Low Saturation. Aber der sieht ja so anders aus. Oh, egal. So, du kommst noch da. Du noch da. Du noch da. So, und jetzt kommen die. Ja, siehst du, das Braun sieht ganz anders aus als das Braun. Und das sieht auch schon fast perfekt richtig aus. Das ist das, was dem am ehesten kommt. Ja, genau so. Ich persönlich hätte zwar gewünscht, wenn es noch ein bisschen mehr ins Gräuliche bringen könnte, also noch weniger Saturation, wie heißt das auf Deutsch? Sättigung, aber ja, weniger Sättigung geht halt nicht, so. Das ist leider alles, was geht. Von daher muss das reichen. So einfach ist das. Ja, sieht direkt viel besser aus. Darum komme ich jetzt nicht ran, ne? So. Gut. Dann haben wir das schon mal. Oh, ich hätte vielleicht auch noch ein paar Weiße behalten sollen. Für die, die da oben raufkommen, auf die Dächer. Denn da sieht Braun definitiv hässlich aus. Und ich brauche definitiv auch noch viel mehr. Ja. Wir brauchen auch insgesamt noch mehr. Oh Mann. Also für Dächer würden wir wahrscheinlich noch mindestens drei. Nee, eigentlich brauchen wir genau 5. Das ist genau wieder einer zu viel. Also brauchen wir wieder 8. Und dann brauchen wir noch ein paar viele mehr für den Weg. Da brauchen wir also auch nochmal. Ja. Viele. Ja. Gut, dann nehmen wir halt noch ein paar. Wir haben ja noch ein bisschen Rohlatex da. Hatten wir nicht noch mehr Rohlatex? Wir hatten noch hier auch noch irgendwo. Ja, genau. Also Rohlatex haben wir echt noch mehr als genug. Aber wir brauchen noch mehr von diesen normalen Zäunen. Da brauchen wir erstmal normales Holz. So. Da. So. Oh, ah ja, weiße Farbe.
Ich glaube, wir brauchen bald mal wieder ein bisschen weiße Farbe. Ich weiß gar nicht mehr, woraus bekommt man weiße Farbe? Gut. 26 30 sollten reichen. So, du kommst noch da. Korallskeletten. Wow. Oh. Klar, bei einem Knochen bekommt man 8, genauso wie aus dem ganzen Block von Sk dem. Klar. Also hauptsächlich weiße Knochen. Knochen meine ich doch. Und da war definitiv mehr als genug von. Alter, wie viel haben wir denn? Holy shit. So. Gehen wir gleich mal Penny, wird schon wieder dunkel. Ist aber garantiert noch nicht dunkel genug. Außerdem sind auch noch andere Leute on, ne? Oh, doch nicht. Los, lass mich schlafen. Oder ich baue Erde auf dich drauf. Ja. Verschwende, du scheiß Sonne! Ah, der Mann kommt auch schon. Witzig, wie in Spielen oder in Geschichten oder in Filmen, wenn der geil war. Der Mond immer genau dann da ist, wenn die Sonne nicht da ist. Nur so wie sie sich genau abwechseln würden. Was halt im Echten so überhaupt nicht der Fall ist. Im Echten ist der Mond halt komplett losgelöst von der Sonne. Teilweise siehst du den Mond am Tage, teilweise nicht in der Nacht. Und ja, vor allem, wie gesagt, ist halt immer anders. Aber ja. In der Unterhaltungsindustrie. Ist das irgendwie nicht so der Fall? Ja, lass mich schlafen. Oh, Entschuldigung. Lass mich schlafen, du Arsch. Erstmal gesunde Ernährung. Let's go. Ah. Oh, sind echt zwei Spieler drin. Gut, dann Set Time. 6 Uhr. Guten Morgen, liebe Sorgen. Sind auch schon alle wach? So, dann haben wir alles, was wir brauchen. Glaube ich zumindest. Ah ne, schwarze und weiße Farbe brauchen wir noch. Viermal schwarz und zweimal weiß. Und damit ist die weiße Farbe weg. Kann ich jetzt einfach hier extrahieren? Oder wie war das? Ja, genau, extrahieren. Nice. Achtmal weiß, let's go. So muss sein. So, wir brauchen aber nur zweimal. Und dann brauchen wir noch viermal schwarze Farbe. Ich habe gesagt, viermal Steine, Oma. Viermal. So. Danke. Hä? Ist doch schon gemü. Ist doch schon fertig gemischt. Ich bin doch so ein Vollidiot. Oh Mann. Ist doch schon fertig gemischt. Das heißt, wir haben nur noch zweimal davon. Das reicht ja nie im Leben für irgendwas. Gut, das heißt, wir brauchen erstmal Orange. So sieht es nämlich aus. Da brauchen wir auf jeden Fall noch viel mehr weiße Farbe. So. Jetzt mal hier Butter bei die Fische. Wir brauchen was?
Ich möchte davon 20 Stück noch einfärben. Das heißt, wir brauchen 20. Brauchen wir viermal die Mischung. Wir brauchen also fünfmal Orange. Haben wir noch einmal Orange da? Ja, wenn ich das da wegnehme, na gut, dann machen wir es so. Dann kommt einmal nach da. Ich hätte hier schon gerne alle Farben nach wie vor, mindestens einmal drinne, damit ich weiß, wie die angeordnet waren. Und ich bin voll. Wir müssen unbedingt mein Inventar aufräumen. Das funktioniert ja so gar nicht. Das macht einfach viel zu viel Arbeit, da jedes Mal Scheiße umzuräumen. So, fünfmal. Aber 20 Mal. Easy. Und damit können wir jetzt die Dinger hier einfärben. Bam. Perfekt. So, dann war das hier für die Dächer selber. Und das ist dann für die ganzen Mästen. Apropos Mästen, da können wir auch noch gleich mal ein paar machen. Das war zu viel. Verdammt. So, und jetzt habe ich erstmal mein Inventar auf. Das geht ja so gar nicht. Holz kommt in Holz. Also. Hier ist das ganze Zeug, was wir noch brauchen werden. Da kommt auch das, 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 das und das und das und das rein. Eisen kann auch nicht schaden. So, jetzt das brauchen wir noch. Habe auch noch zwei Knochen. Let's go. Beton brauchen wir eigentlich nicht. So, und jetzt kommt der ganze Scheiß. Alles raus. Alles weg. Gar kein Bock mehr. Und ich bin wieder voll. So. Folgendes. Du nach da. Danke. So, es ist hier alles soweit frei. Du kannst auch noch da. Ich packe auch erstmal die ganzen Werkzeuge da rein. Jetzt alles, was wir nicht mehr brauchen, hier drinne. Also alles, was wir noch brauchen werden, hier drinne. Das ist gut. Das heißt, jetzt können wir alles hier von wegräumen. Nice. So, erstmal Holz. Wir haben viel zu viel Scheiße. Ja, genau, eine übrig natürlich. Das gibt's doch gar nicht. Hat denn unser Geld gehabt? Oder ist das wieder alles, was wir hatten? Wahrscheinlich. Ich muss einfach mal dahin. So.
Wieso packt er dich nicht rein? Ist doch beides Silbersand. Verarschen? Wieso geht das nicht? Ach, weil das Ding voll ist. Oh. 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 Ah. Oh. Ja gut. Das. Wir hatten hier noch. Genau, wir hatten hier noch ein Upgrade. Jawohl. Hier ist ja deswegen immer ganz praktisch, die Dinger begriffbereit zu haben. Wenn eine Kiste irgendwann mal voll ist, pop, einfach Upgrade rein. Oh, so geht's wieder. Let's go. Einfach nach Bedarf. Wie man es braucht. So, Erde kommt nach da. Du bist Concrete Block, du kommst nach oben. Ein bisschen Cobblestone. Du kommst auch noch unten? Kleber. Kleber haben wir hier gar nicht, ne? Kommt auch um die Kiste. So, Kleber kommt einfach hier mit rein. Let's go. Gut. Da sieht das Ganze schon wieder wesentlich aufgeräumter aus. Sehr geil. Da würde ich mal sagen, können wir nächste Folge dann anfangen, die Mästen fertig zu bauen. Von daher, bis dann.